Die Leute denken immer, LSTMs sind so schwierig zu implementieren, weil da so viele Formeln sind und irgendwie. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist nur ein bisschen mehr, weil es sind eben mehrere Matrix-Multiplikationen, die wir da machen müssen. Wir haben mehrere Gewichtsmatrizen und mehrere Bias-Vektoren und so weiter. Aber die Einzeloperationen sind genau die gleichen, die Sie schon kennen. Das heißt, es ist völlig billig. Nur eben, dass man es ein paar Mal machen muss. Und wir machen das jetzt gerade mal durch. Dann haben wir unsere eigene LSTM-Unit, die wir auch später für die neuronalen Netze einfach benutzen können. Los geht's. Also, wie geht die LSTM? Das machen wir natürlich wieder in unserem schönen Julia-Konzept in Form einer eines ausführbaren Objekts, ein Executable Object. Sie werden gleich sehen, warum das so praktisch ist. Ja, ich habe Ihnen hier schon mal nur ganz grob die Struktur vorbereitet, damit wir uns nicht verheddern. Und rechts nochmal aus dem Foliensatz über RNNs die LSTM mit ihren Funktionen mit hingeschrieben, dass wir das einfach abschreiben können. Ja, weil Sie werden sehen, man kann es einfach abschreiben. Also, wir brauchen als erstes mal unsere LSTM Structure. Dann brauchen wir Parameter. Wir können uns hier, glaube ich, den Luxus erlauben, tatsächlich die einzelnen Parameter für die Gates einfach einzeln als Tensoren hinzuschreiben. Ich sage nachher noch was dazu, warum man das oftmals auch nicht so macht. Aber wir machen es jetzt hier so, damit schön übersichtlich ist und das schadet auch gar nichts. Also, ähnlich wie in unseren Dense-Schichten oder Conf-Schichten brauchen wir unsere Gewichtstensoren. Wir brauchen jetzt eben ein bisschen mehr. Wir haben den Input, das ist der hier oben, ja, bei dem über Tangens Hyperbolicus Funktion der gesamte Input reinkommt. Und da haben wir ein Gewicht, eine Gewichtsmatrix W, wie Sie das schon kennen aus allen anderen Schichten, und eine Bias-Matrix B. Ich schreibe mal Input hin. So, und jetzt kommen die Gates. Ja? Wir haben das Input-Gate und das Input-Gate ist im Prinzip eine Dense-Schicht. Ja, das ist im Prinzip, hier kommt ein Fan-In rein und dann wird das ganz einfach mit unserer Gewichtsmatrix, wird der Fan-In multipliziert und wir bekommen einen Output-Wert raus nur, also es ist eine Dense-Schicht, die auf einen Wert zurückgeht und dann kommt noch die Logistikfunktion obendrauf. Ein Wert stimmt nicht ganz, doch für eine Unit stimmt es. Tatsächlich werden Sie gleich sehen, wir bauen unsere LSTM-Implementierung natürlich gleich so, dass es einen Layer gibt. Ja, ich werde wieder nachher alle Funktionen broadcasten, sodass wir nicht eine einzelne Unit haben, sondern dass wir mit diesem Objekt gleich einen ganzen Layer abdecken können. Insofern ist dann der Output dieser Dense-Schicht am Input-Gate auch nicht 1 groß, sondern der ist so groß wie viele Units wir haben. Aber dazu gleich mehr. Also, da brauchen wir eine Gewichtsmatrix wieder, also ein BI, I für Input Gate und das entsprechende BI brauchen wir auch dazu. Ich schreibe es mal dahinter, dass wir noch wissen, was das nachher ist. Ja? Input Gate. So, dann haben wir ein Output Gate, das nennen wir logischerweise dann WO und BO. Dann haben wir ein Forget Gate, das nennen wir logischerweise WF und BF. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wir haben eine LSTM, die hat einen Cell State. Ja, die hat einen Cell State C. Okidoki, das ist eigentlich schon unsere ganze Structure. Ja? Da stehen alle Parameter drin, die wir brauchen. Den Cell State, das ist der in der Mitte hier, den ich hier in grün gemacht habe.
So, jetzt brauchen wir, das ist fast das Schwierigste an der ganzen Sache, wir brauchen den Konstruktor, einen Konstruktor, der uns eine Schicht aus LSTM-Units baut. Der braucht zwei Parameter, nämlich den Fan-In, also wie groß ist der eigentliche Input, und die Zahl der Zellen. Die Zahl der Zellen kann ich gleich doppelt benutzen, weil erstens, oder mehrfach benutzen, erstens sagt mir die Zahl der Zellen, wie viele Outputs ich habe. Zweitens, wie viele Hidden States ich habe, weil ja jede Unit, wie viele Cell States ich habe, weil ja jede Unit einen Cell State tatsächlich hat. Und ich kann die auch gleich benutzen, um meine Gewichtstensoren, die Größe meiner Gewichtstensoren zu bestimmen. Denn die Zahl der Units sagt mir auch, wie viele rekurrente Verbindungen aus dem letzten Zeitschritt kommen. Ja, wenn ich 10 Zellen habe, kommen aus dem letzten Zeitschritt 10 Aktivierungen wieder zurück, die auch noch hier überall, das sind die roten Pfeile, ja, die auch noch überall hier mit dazukommen. Das heißt, die brauche ich hier beim Konstruktor natürlich, weil wenn ich jetzt hier wieder in der gleichen Reihenfolge anfange, für den Input die W-Matrix zu bauen, dann ist das natürlich wieder wie in der Dense Layer ein Param. Ja, Param initialisiert mir die Matrix und die hat wieder so viele, wie ich, also so viele Outputs, wie ich Zellen habe, wie gerade schon gesagt. Und wie viele Inputs? Nun, das sind jetzt I plus N. Ja, der Fan-In plus die Zahl der Rekurrenten, die noch dazukommen. Also so groß ist meine Matrix, die ist n mal i plus n groß. Und für meine Biases sieht es ganz gleich aus. Dann nehme ich wieder meine Helferfunktion Param 0 und das sind n. Ja, ich habe einen Bias-Wert an diesem Gate oder an diesem Input da oben habe ich einen Bias-Wert pro Unit. Das ist es. So, und jetzt muss ich das Ganze einfach wieder machen für alle. Ja, also WI ist gleich N, I plus N und BI ist gleich Param 0 von N. Das Ganze brauche ich dreimal, weil ich drei Gates habe, also das brauche ich auch das Output Gate. Und fürs Forget Gate. So. Fast fertig. Das Cell State sollte vielleicht auch noch einen Wert bekommen. Da habe ich rechtzeitig für dieses Tutorial das Helferlein-Paket nochmal angefasst und habe im Helferlein-Paket eine Funktion init 0 hinterlegt. Das heißt, wir sollten vielleicht da oben die Imports noch reinschreiben. Using canet und using nnHelferLine. So, genau. Init 0 macht nichts anderes als einfach einen Vektor oder einen Array, wenn n mehrere Werte sind, einen Array mit 0 zu initialisieren, vom Typ Float32, mit der einen Besonderheit, ähnlich wie die Param-Funktion, wird dieses Array automatisch ein Canet-Array, wenn eine GPU da ist. Ja, also ich prüfe wieder mit CUDA-Functional, ob eine GPU vorhanden ist und ob CUDA funktioniert, und wenn CUDA-Functional true ist, dann wird dieses Array mit 0 initialisiert und gleich auf der GPU angelegt. Dann lebt das von Anfang an auf der GPU, damit ich das auf der GPU habe. Wenn ich keine GPU habe, ist es einfach Load32. Ich arbeite hier jetzt im Moment lokal ohne GPU, aber ich implementiere es gleich so, dass es GPU geeignet ist. Also, weil immer wieder die Frage kommt, wie kriegen wir mit Julia das hin, dass es auf der GPU rennt? In dem Moment, in dem eine GPU da ist, wird es hier automatisch auf der GPU stattfinden, alles. Gut. Und Sie sehen, wir legen hier eben eine ganze Menge von diesen Gewichtstensoren an.
Wenn Sie andere Implementierungen sehen, vor allem in Python oder auch in C, dann werden Sie sehen, dass die Leute das meistens anders implementieren. Die implementieren das üblicherweise so, dass diese gesamten Gewichtstensoren für alle Gates und vielleicht sogar für die Gates und den Input, die werden in einen Tensor reingeschrieben, der dann an, und die Bs genauso, die werden in einen Tensor reingeschrieben, der dann an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Spalten die Werte für die verschiedenen Gates enthält. Woran liegt das? Wenn Sie LSTM als Funktion, als klassische Funktion implementieren, dann müssen Sie ja alles in den Input mitgeben. Sie rufen LSTM auf und dann müssen Sie die Gewichtstensoren mitgeben, den Input mitgeben, den Cell State mitgeben und alles auch wieder rausbekommen. Ja? Den trainierten Gewichtstensoren bekommen Sie auch wieder raus und so weiter. Und dann ist es natürlich super unpraktisch, wenn Sie hier 50 Einzelvariablen haben, Einzeltensoren haben, die Sie immer hin und her schieben müssen. Gut, man kann sie vielleicht in ein Array packen oder in eine Liste packen, aber es ist trotzdem unpraktisch. Wir nutzen hier eben diese schöne Eigenschaft von Julia aus, dass unsere Funktion LSTM können wir entweder ansehen als ein Objekt, das ausführbar ist, Executable Object, oder wir können es ja eben auch ansehen als eine statusbehaftete Funktion. LSTM ist nachher für uns eine Funktion. Ja, hier definiere ich sie ja gleich im nächsten Schritt. Und aber eine Funktion, die einen Status hat, die also in sich Werte abspeichert, zum Beispiel den Cell State, und diese Werte, die sie in sich abspeichert, beim nächsten Aufruf auch noch hat. Also das ist eine Art Closure, die wirklich die Werte weiter trägt, die initialisiert werden kann und dann Werte behält. Und deshalb ist es hier möglich, dass ich diese Tensoren einfach in der Funktion abspeichere und dann ist es mir egal, wie viele ich da habe. Dann ist es im Gegenteil natürlich sogar praktisch, wenn ich die schön aufgeteilt habe und schön benannt habe, dass man immer weiß, was was ist. Ja, also das ist hier der Vorteil. Das ist, anders geht es genauso. Ja, es ist nicht wirklich besser, aber es ist nur, ich finde es. Ja, schöne Objektorientierung ist es eigentlich, ja, muss man, glaube ich, zugeben. Gut, jetzt haben wir unser LSTM. Jetzt probiere ich mal eine anzulegen. Ich mache mal ein LSTM-Layer. LSTM. Ja, ich soll es vielleicht noch ausführen. Okay, also jetzt mal ein LSTM-Layer. Und ich möchte zwei. Fan-in von 2 haben, dass ich nicht so viel schreiben muss und sage, ich möchte 3 Units haben. Und schauen wir mal. Jetzt müsste er mir das Ding anlegen. Jetzt muss erstmal ordentlich kompiliert werden, weil diese kanet-Funktionen jetzt hier verwendet werden und die init-Funktion. Das heißt, es muss Helferlein-Paket und kanet kompiliert werden. Deshalb hier die kurze Wartezeit. Okay. Und er gibt mir aus, gut, das ist die letzte Zuweisung gibt er mir aus. Ja, das ist das C, was er mir hier jetzt ausgibt. Okay, ich kann aber auch das ganze L mir anschauen. Wieso kommt da noch das raus? Das ist komisch, oder? Ich denke, das sollte doch ein LSTM-Objekt rauskommen. Function LSTM. Klar. Ich sollte natürlich auch das Objekt noch bauen. Ich brauche noch den New-Aufruf. Also ich muss natürlich noch den Standard-Konstruktor aufrufen. Jetzt mit dem ganzen Kladderadatsch hier. Also W, B in der Reihenfolge, wie es oben steht. WI, BI, W, was kommt als nächstes? O. BO, WF, BF, C. So. Sehen Sie, jetzt geht es auch schneller hier. Ja, jetzt ist einmal kompiliert. Jetzt muss ich nicht mehr so lange warten. Und jetzt sollte ich hier nicht. Genau, jetzt bekomme ich mein Objekt zurück. Ja, ein LSTM-Objekt. Und Sie sehen, meine Gewichtstensoren sind alle Parametertyp. Sie sind alle Array. Ich habe keine GPU hier, aber sie sind P-Typ, das heißt Autograd erkennt die und wird die optimieren. Der zweite, das hier, die 3, das ist das B hier.
3 mal 5 ist wieder die Gewichtsmatrix und so weiter und so weiter. Und ganz am Schluss, Flow 32.000, ist mein Cell State, mein Initialisierter. Also das scheint alles zu funktionieren. Sehr gut. Dann gehen wir auf den nächsten Schritt. Jetzt kommt die Signatur. Ja, die Signatur setze ich so an, dass ich sage, wenn ein Objekt L vom Typ LSTM aufgerufen wird als Funktion, dann möchte ich zwei Argumente haben. Das erste ist der Fan-In, das ist der eigentliche Input meiner Zelle. Und das zweite ist der rekurrente Input, also das, was zurückkommt aus dem letzten Zeitschritt. X ist für eine Zelle, ist X ein Vektor der Länge Fan-In. Für eine Zelle ist H genau ein Wert. Aber wenn mein Layer eben aus mehreren besteht, dann ist X immer noch der Fan-In und H ist so lang, wie ich Units in meiner Layer habe. Jetzt definiere ich mir nämlich als erstes mal den Input, weil sonst muss ich das ständig zusammenzählen und sage, das ist einfach konkateniert X und H und zwar entlang der ersten Dimension. Ich schreibe es mal so hin, ich schreibe mal nicht H-Cut, weil wenn man das Ganze mit Mini-Batches später betreibt, dann sind es keine Vektoren mehr. Ja, dann ist x kein Vektor mehr, sondern dann ist x eine Matrix und h ebenso, weil es ein h für jedes Element der Mini-Batch gibt, also jedes Sample der Mini-Batch gibt. Das heißt, dann sind das Matrizen und deswegen kann ich hier nicht h-Cut schreiben. Doch, könnte ich immer noch h-Cut schreiben. Aber so bin ich ganz, ganz frei von den Dimensionen. Ich sage einfach entlang der ersten Dimension und wie viele das insgesamt sind, interessiert mich nicht. Muss nur gleich sein. Wenn es nicht gleich ist, geht es natürlich nicht. So. Jetzt berechne ich meine Gates. Die Gates, ich fange an mit dem Input Gate. Die Formel sehen Sie hier dargestellt. Sie sehen meine Maus, ja, auf der rechten Seite. Input Gate ist die sigmoide Aktivierung, also Logistikfunktion mal Gewichtsmatrix mal diesen konkatenierten Input Vektor plus BI. Das ist ja was, das kennen wir, denke ich mal. Also Input Gate, das ist der Wert, den das Input Gate liefert. Der ist Sigmoid-Funktion gebroadcastet. Jetzt brauche ich meine Gewichte. Das ist L.WI mal Input. Das ist auch richtig groß, weil hier oben steht I plus N und Input ist I plus N groß, also passt. Und wieder gebroadcastet Punkt plus L.BI. Also, das ist es schon. Ja, das ist im Prinzip die gleiche Implementierung wie beim Dense Layer. Damit habe ich die Aktivierung oder die Öffnung von meinem E-Gate berechnet mit sigmoider Aktivierung. Der Wert von E-Gate ist zwischen 0 und 1. Und genau das Gleiche in Grün muss ich jetzt noch machen für das O-Gate. Dann brauche ich hier OO und ich muss es machen für das Forget-Gate. Ja, das könnte man sicher irgendwie schöner programmieren, aber ich schreibe es mal einfach ganz ausführlich hin. Jetzt können wir den Cell-State berechnen. Ja, das haben wir hier auf der Folie in zwei Schritten gemacht, nämlich erstmal so einen temporären Cell State, der Input ist, der durch den Input reinkommt. Und dann haben wir diesen Input nochmal verrechnet hier um den eigentlichen Cell State. Oh, da steht ja Hidden State. Das ist natürlich falsch. Uiuiui. Also, das hier ist Cell State, ja. Diesen temporären Cell State haben wir dann nochmal erstens modifiziert mit dem Input Gate und mit dem Forget Gate. Ja, das heißt, also ich berechne erstmal den temporären Cell State, C-Temp, und sage, das ist Tangens Hyperbolicus von L.W. Das ist ohne Index, ist einfach der Input hier mal Input
Broadcast des Plus L.B. Ja, das ist das jetzt, was hier reinkommt. Durch diesen Input tangens hyperbolicus. Und jetzt kann ich mein C berechnen. Das ist nichts anderes als C-Temp. Und jetzt multipliziert mit dem Input-Gate. Und zwar jedes C-Temp, jeder Unit, die hat natürlich jeweils mit seinem eigenen Input-Gate. Das heißt, das geht direkt elementweise hier. Also mit den Elementen von E-Gate. Ja, und E-Gate ist jetzt für jede Unit genau ein Wert. Und dazu addiere ich noch wieder elementweise den alten Cell State meiner Zelle, L.C, mal dem jeweiligen Wert des Forget Gates. Ja, das ist diese Schleife hier. Diese Schleife. Also das neue, der neue Cell State ist das hier mal dem, dieses Mal, plus dem, was bisher da drin steht, mal dem. Das ist das. Das ist diese Formel hier. Hier ist nur andersrum geschrieben. Ja? Aber Sie glauben es mir. Und hier muss ich vielleicht noch L Punkt schreiben, damit ich auch das in meinem Layer L verändere. Wunderbar. So, und jetzt brauche ich noch meinen Hidden State. Also ich muss wieder was ausgeben, mein Output. Da hinten ist wieder eine Tangens H. Also der Output wird wieder Tangens H skaliert. Ich schreibe also H gleich Tangens Hyperbolicus mal den Cell State. Und jetzt kommt natürlich das Output Gate noch drauf. Ja? Output Gate mal Out Gate. Und zwar auch jeweils mit dem einen zugehörigen Output Gate. Und den gebe ich jetzt zurück. So, das ist es. Mehr ist das nicht. Ja, passt leider nicht ganz auf dem Bildschirm drauf. Vielleicht kriegen wir es noch hin, dass wir es doch auf dem Bildschirm kriegen. Mal gucken. Wir kriegen es gerade auf dem Bildschirm. Ja, vielleicht. Ja, wir kriegen es gerade. So, das ist es. Also, sehen Sie? Der Eindruck, dass man LSTMs nicht selber programmieren kann, der trügt diese 30 Zeilen hier, 37 Zeilen Code, die da stehen, sind die komplette Implementierung einer LSTM-Layer mit unseren bekannten statusbehafteten Funktionen. Da geht es eben relativ einfach. Es ist eben nicht sogar eben nicht nur eine einzelne Zelle, sondern wir können den ganzen Layer machen durch das Broadcasten. Wir können sogar, da das Ganze die gleichen arithmetischen Funktionen sind, die auch bei den Dense Layern, die wir auch bei den Dense Layern benutzt haben, gilt hier genau dasselbe wie dort. Das heißt, das geht nicht nur über den ganzen Layer, sondern das können wir auch über eine ganze Mini-Batch machen. Ja, wir können durch diesen LSTM-Layer, den wir hier geschrieben haben, auch eine ganze Mini-Batch gleich bearbeiten. Allerdings immer nur einen Zeitschritt. Also wir können einen Zeitschritt für einen ganzen Layer und für eine ganze Mini-Batch bearbeiten, indem wir einfach diese Funktion aufrufen, die den Input plus den Rekurrenten, also aus dem letzten Zeitschritt, den Wert enthält als Parameter und den neuen Hidden State, das neue H, wieder liefern. Also, war das schwierig? Nein, war nicht schwierig. War es kompliziert? Nein, ist eigentlich ganz einfach. Ja? Da mal drauf zu kommen, war sicher nicht ganz so einfach, aber wenn man es mal hat, ist es ganz einfach. Also ich probiere nochmal, ich mache nochmal eine LSTM, machen Sie mal ein Tickerchen größer, 2,4, ne, andersrum, ich wollte 4,2, sonst muss ich so viel tippen, 4,2, also zwei Units mit Fan in 4, damit wir das sehen und
Wieso haben wir jetzt vier States? Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Zwei States, ja. Ich sehe hier am Schluss, dass ich zwei Sell States habe, weil ich eben zwei Units habe. Genau. Und jetzt können wir mal hergehen und können mal probieren, ob das Ding auch irgendwie nudelt. Ja, also ich definiere mir mal einen alten Sell State zur Initialisierung mit 0,0. Nicht mit OO, sondern mit 0,0. Ich definiere mir einen Input mit 1, 2, 3, 4, irgendwelche Zahlen. Und jetzt rufe ich mal ein paar Zeitschritte auf von meiner LSTM. Ja, ich schreibe jetzt vor I in 1 bis 10 zum Beispiel und sage jetzt immer H gleich L von X und H. Ja, das geht jetzt immer im Kreis rum. Ich nehme immer das gleiche X, aber immer das H, das entsteht, füttere ich wieder rein. Das ist eben genau dieser rekurrente Charakter. Ja, das H, das die Unit ausspuckt, gebe ich in der nächsten Iteration, im nächsten Zeitschritt wieder rein. Jetzt schaue ich mir das Ganze jetzt noch an, dass ich auch sehe, ob da wirklich was passiert und sage C gleich $L.C. Und H gleich Dollar gleich Dollar L und H und sag End. Jetzt muss das Ding erstmal kompiliert werden. Und der gibt mir Dollar, ich muss Klammern, Entschuldigung, ich habe die Klammern vergessen. Sonst sehe ich immer L, ups, has no field H. Nein, natürlich. So. Okay, jetzt muss ich hier mein Bildschirm ein bisschen größer machen. Und wir sehen hier jetzt 10. Mein Browser hängt wieder. Also, größer machen. Wir sehen jetzt hier unsere 10 Zeilen. Und Sie sehen, der Cell State verändert sich langsam aber sicher. Und das H verändert sich langsam aber sicher. Ja, also, irgendwie lebt das Ding. Es funktioniert. Es spuckt mir jedes Mal ein neues H aus. Und ich kann das immer im Kreis rum wieder reinstecken. Also, das sind unsere. Kleiner machen und hoffen, dass es geht. Das sind unsere LSTMs. So einfach ist die LSTM-Implementierung. Und dank Autograd können wir diese Implementierung jetzt auch direkt nehmen, um daraus ein neuronales Netz zu bauen. Weil ableiten müssen wir es nicht, das macht ja Autograd für uns.